Online-Meeting statt Dienstreise. Um die Baupläne für einen neuen Supermarkt zu besprechen, bleibt das Beraterteam im schwäbischen Leipheim, anstatt nach Düsseldorf zu fahren. Das spart Geld und Zeit. Lernen für die Zukunft dank Corona. Für mich war es vor der Corona-Krise wirklich sehr schwer vorstellbar, dass ich einem Kunden eine Präsentation über den Monitor einfach zeigen konnte. Und das habe ich jetzt wirklich gelernt. Das ist möglich und Kunden mögen das auch. Laut IFO-Institut wollen 61% der Unternehmen in Deutschland auch nach der Corona-Pandemie Dienstreisen reduzieren. IT-Dienstleister und Unternehmensberater gehen voran. 80% von ihnen wollen weniger reisen. In der Industrie sind es 64%. Der Einzelhandel hält eher am persönlichen Kontakt fest. Hier denken nur 30% über weniger Dienstreisen nach. Dieser dramatische Rückgang an Dienstreisen für das IFO-Institut erst ein Anfang. Und nun zeigt sich, es geht auch ohne. Vorher hat man sich das vielleicht gar nicht vorstellen können oder hat gar nicht darüber nachgedacht, was eine mögliche Alternative wäre, weil das so ritualisiert war. Und nun dadurch, dass man gezwungen ist, geht man neue Wege, denkt darüber nach und schaut, was ist praktikabel und was nicht. Nicht alle Dienstreisen lassen sich digital ersetzen. Das ist die Hoffnung, an die sich Hoteliers klammern. Denn die stellt Corona vor gewaltige Probleme, weil viele Firmen ihre Reisen abgesagt haben. 2020 rechnen wir eigentlich damit, dass gar nichts mehr wird. Und wahrscheinlich auch das erste Halbjahr von 2021. Sein Hotel im Osten Münchens auf Geschäftsreisen spezialisiert. Doch die kommen nicht mehr. Seit 6 Monaten, wer weiß, wie lange das so bleibt. Seitdem ungenutzt die Konferenzräume, der Shuttle-Service zum Messegelände. Mehr als 200 Zimmer, nur 30 sind besetzt. Die staatlichen Hilfspakete bei weitem nicht genug. Die Firmen mit einfachen Krediten abzuspeisen, die sie vermutlich nie zurückzahlen können, in diesem Umfang, hilft recht wenig. Er fordert, die Kreditlaufzeit muss länger werden. Aber am liebsten wäre ihm natürlich, wenn sich die Firmen das mit den Online-Besprechungen nochmal überlegen. Immerhin, ganz ohne Dienstreisen geht es nicht, auch nicht beim Bau eines Supermarkts. Es gehört einfach dazu, dass man sich für so ein Projekt dann auch mal persönlich trifft und auch kennenlernt, weil das Vertrauen besser da ist. Corona hat den Unternehmen gezeigt, dass sie viel Geld einsparen können. Für die Hotelbranche ist das allerdings eine fatale Botschaft.